Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 4, die Pferderanch. Und ja, was soll ich sagen? Äpfel wachsen, Äpfelbäume wachsen hier rum. Und ja, hier wird noch fleißig die Tierchen versorgt. Dann kannst du dich eigentlich schon mal um das Obst wieder kümmern. Finde ich richtig cool. Colorado ist ja noch beim Training. Bei dir läuft es im Moment irgendwie romantisch. Eigentlich nicht so berauschend. Irgendwie, wir hatten mit Victor, hatten wir ja mal ein Date, eine Verabredung. Aber das lief dann auch nicht so gut, weil er dann schon wieder so auf Abstand gegangen ist. Dann hat er sich aufgeregt, dass wir uns mit anderen unterhalten haben und dann hat er letztendlich gesagt, wir sollen ihn nicht mal anrufen. Und das haben wir auch dementsprechend nicht anrufen. Brauche ich sowieso nicht. So, mein Schätzelein, du musst doch auf die Toilette. Dann geh doch auf die Toilette und dann kannst du ein Schaumbad nehmen. Ich glaube, du hast hier unten fleißig die Regale verbessert, genau. Mindestens die ersten zwei sind schon mal fertig. Und dann musst du hier noch jeweils die Sachen verbessern. Ich hoffe, das kannst du vielleicht hinterher dann noch machen. Aber jetzt soll er erstmal baden, Toilette und das ganze Gedöns machen. Also kein Stress. Du wirst jetzt erstmal essen. An einem Turnier können wir jetzt gerade gar nicht teilnehmen. Außer wir wollen mit einem von den Hengsten irgendwo teilnehmen. Müssen erstmal gucken, ob wir... Nein, die Bewegungsgeschwindigkeit wird wahrscheinlich schwierig sein. Vielleicht können wir da noch ein bisschen was trainieren. Und der Colorado hat auch Level 10 der Charakterfähigkeit erreicht. Sehr schön. Das heißt, die beiden sind schon mal damit fertig. So, mit Fässern üben. Brauchst dich doch nicht erschrecken. Wir werden ein bisschen mit den Fässern üben, um die Bewegungsfähigkeit zu verbessern. Und dann können wir nämlich auch mit ihm mal ein Turnier machen. Ah, er hat echt ein schönes Aussehen. Ich muss auch sagen, das Geschirr passt eigentlich super zu dem Felltyp oder wie man das dann nennt. Ja, bei Pferden ist das auch Fell, oder? So, du fühlst dich wieder hervorragend. Hier unten müssen wir hier was Besonderes machen. Nee, ne? Wie sieht's denn hier oben aus? Sojabohnen ernten. Wir könnten uns eigentlich schon Sojawachs sammeln. So. Seid ihr euch mal kurz im Weg gewesen? Warum Minus? Versteht ihr euch nicht so gut, oder was? Colorado ist zurück vom Training. Ja, das haben wir doch mitgekriegt. Ach, jetzt ist er offiziell auch daheim. Ja dann, wie geht's dir denn so? Oh, das steht auf gut. Das freut mich. So, ich hoffe, wir können das noch fertig trainieren. Nicht, dass irgendein Fass irgendwie umfällt. Weil dann
dann können wir vielleicht noch ein Turnier machen. Es passt ja auch so gut, wenn wir halt mehrere Turniere auch machen müssen. An 15 Wettbewerben, Pferdewettbewerben. Und wir haben jetzt mal 11. Das heißt, wenn wir mit ihm, dann sind wir bei 12. Und wenn wir noch mit Colorado vielleicht an einem teilnehmen wollen, dann wären es ja schon 13. So. Dann würde ich mal sagen, viel Erfolg. Und bis nachher. Na? Es ist Wettbewerbzeit. Auf mit euch. Bin ich mal gespannt, ob ihr auch ein gutes Team seid. Aber ich kann mir eigentlich nichts anderes vorstellen, ne? So, währenddessen kannst du ja noch ein bisschen. Was haben wir da? Himbeeren, glaube ich. Nein. Nein, 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 nein. Das waren doch Erdbeeren. Entschuldigung. Haben wir mal halt Erdbeeren. Auch kein Problem. Ach ja, Tullulululul. Ansonsten gibt's, glaube ich, nichts Neues, ne? Außer, dass wir uns gleich mal um den Colorado kümmern und gucken, dass es ihm soweit gut geht. Und dann können wir mal gucken, was ihm so fehlt. Wegen nochmal Wettbewerb. Storn of Flame. Und dann mal schauen, ne? Moochie Peachy, go on. Frange Bishoshi. Aber ganz ehrlich, seit der Trainings, Sibo? Dina Caliente möchte vorbeikommen und abhängen. Klar! Froshiba? Warum kriegen die denn direkt ein Minus? Verstehe ich nicht. Oh, Silber. Also zweiter Platz haben wir geschafft. Ist doch nicht schlecht. Du kriegst auf jeden Fall auch einen Apfel. Weil das war, ist schon eine richtig gute Leistung. Oh, Jaruk Num Num. Und dann gucken wir mal. Er kann sich ja ein bisschen austoben jetzt, was anderes machen. Ja, pieseln zum Beispiel, was er ja gerade tut. Und dann gucken wir mal nach dem Colorado, wie es ihm so geht. Und dann gucken wir mal, dass wir da mal uns. Ja, gut, da müssen wir die Ausdauer verbessern. Springen. Oh, guck mal, wir könnten das Westernreiten machen. Ach, ihr macht jetzt sofort. Okay, gut. Ja, dann macht ihr das halt jetzt. Oh, hast du gepflanzt? Sehr schön. Dann kannst du hier mal düngen. Und da wird auch mal gedüngt. Und noch mehr Erdbeeren. Weil ich glaube, müsste da doch jetzt fertig sein, oder?
Ah, die sind da beschäftigt. Wo ist denn jetzt eigentlich Dina hin? Ah, die hängt am Computer. Level 9. Dann unterhalten wir uns mal mit dir. Fragen dich auch, ob du Single bist. So, und hier können noch mehr Erdbeeren gepflanzt werden. Warum kommen die denn jetzt wieder hier hin? Oh, Bronze. Dein Pferd war ein wenig angespannt, aber eure Leistung hat für den dritten Platz gereicht. Ah ja. Kann man sich auch nicht beschweren. Finde ich. Dann können wir dir auch mal einen Apfel geben. Oh, wächst hier draußen eigentlich noch was? Wie viel Zeit haben wir noch? Noch 10 Tage im Herbst. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt Orchideen anpflanzen soll. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. So. Ich möchte gerne ein bisschen... Können wir uns schon verabreden? Ist dir danach? Oh, cool. Sie ist tatsächlich dazu bereit. Wohin gehen wir denn mit ihr? Am besten was Essensmäßiges. Vielleicht dahin. Weil wir wollen ja nicht in eine Bar oder sowas, sondern wirklich Essen mit trinken. Und dann mal gucken, was so läuft. Ach, das ist deine Abendkleidung, okay. Ah, nein. Hey Salim, wie geht's? Ein Freund von mir hat zurückgehört. Ja, gib ihm mal die Nummer. Dina weiß wohl anscheinend schon, wo wir sitzen werden. Oder auch nicht. Ja, hättest du mal gewartet. Oder sie hat halt mal in der Küche vorbeigeguckt, was da so abgeht. Wo sitzen wir? Da, oder was? Das ist ja cool. Dann werden wir doch direkt mal für Tisch bestellen. Also, wir kriegen beide... Oder sie kriegt... Ich weiß nicht. Lieblich. Dings. Und wir kriegen den... Wir kriegen das hier. Und sie kriegt das hier. So. Dann haben wir Vorspeise. Was könnten wir denn... Sie kriegt das hier. Und wir wollen das hier. Dann machen wir dann schon mal eine Vorspeise. So, dann unterhalten wir uns doch mal.
tiefgründig, während wir warten. Und dasselbe könnten wir ja auch mit der Bella machen. Oh, sie mag Fitness. Das ist ja schon mal eine tolle Sache. Who's like Jeff now? Squarble Tarbahe Farbina. Lissarak. Orbitok. Oh, Avine. It's not. Doba Harfin. Oh. Über das Essen plaudern. Aber ich glaube, wenn wir das, dann müsste erstmal das Essen kommen, ne? Smishy Yafana. Blob Abgor. Sikafush Yikla. Yabba! Shanisi Abimo Finn Bayanifeb Zanahoi Tombra Abazirik. Oop, oop, oop. Komm mal gucken, ob das Dicke während des Essens auf deine Verabredung. Ach so. Ach, wir haben noch nicht mal bestellt. Sibuna Torbel Farbe. Piguna. Klarsheen. Oh, Pimpini. Ah. Kennen wir sie eigentlich schon so mit ihren ganzen Merkmalen tatsächlich? Nach romantischem Interesse fragen. Konkuru Uvene, Gurgadon. Oh, war das jetzt peinlich? Allen weiß jetzt über die romantischen Dings Bescheid. Ich bin noch in der Erkundungsphase. Achso, wir sind alle ja noch in der Erkundungsphase, ne? Flirten eher mit Männern, okay. Aber Heschel-Meschel geht beides. Oh. Ist Bella gerade auch hier? Oder warum ist sie da nach oben gehüpft? Froben Havoy, Sawada Nuloy, Kenda Zumpf, Narbo Quarp. Wann kommt denn das Essen? Ich meine, manches Essen braucht halt so seine Zeit. Aber hier ist zumindest schon mal was fertig. Bin ich mal gespannt. Ah, ich glaube, jetzt wird das hier mal abgeholt. Bin ich mal gespannt, ob das unseres ist. Aber sollte ja, wir waren ja zuerst, glaube ich, hier. Ah nein, okay. Jemand hat vor uns bestellt. Das Kind? Oder gehört das noch zu? Sehr cool, dass er da sitzen kann. Das ist irgendwie schade, wenn das Essen jetzt noch nicht kommt. Hüttenkochbeleidigung, nee. Aber das müsste jetzt unsere sein, oder? Weil sonst können wir uns ja gar nicht übers Essen unterhalten. Außerdem können wir dann kein neues Gericht dazu lernen. Vielleicht gehen wir auch mit Bella dann woanders hin und dann haben wir auch noch Clara. So.
Oh, nicht gut? Oh, ihr schmeckt das gar nicht. Ja, über das Essen konnten wir uns jetzt nicht unterhalten. Und Flirty ist hier auch. Ob wir noch mal was bestellen sollten? Vielleicht eine Hauptspeise? Das da würde mich interessieren. Das kriegen wir. Und sie kriegt... Ah komm, wir machen für sie eine Pasta. Und dazu gibt es... Weißer Nektarmix. Und wir kriegen den roten Nektarmix nochmal. Der war gut, glaube ich. Das müsste ja eigentlich unsere erste Verabredung sein, ne? So, ich hoffe, dass die... Okay, dann halt nicht. Ich glaube, dann lassen wir das. Dann beenden wir jetzt die Verabredung. Und dann fand ich das eigentlich ganz nett. Er ist halt auch cool, ne, der Markus. So, und dann denke ich mal, geht's mal um 10 wieder nach Hause, damit wir auch zeitlich wieder ins Bett kommen. Und dann mal schauen, dass wir dann als nächstes dann, weiß gar nicht, mit wem wir dann ein Date haben wollen. Vielleicht mit dem Javier ein bisschen mal noch näher irgendwie kennenlernen, ob das klappen würde. So, du gehst schon mal ins Bett. Wie viel Sojawachs hast du denn mittlerweile schon? 5. Das ist nicht schlecht. Da, ab mit euch ins Bett. Warum kriegen die denn immer Minus? Das verstehe ich nicht. Echt interessant mit denen. Und wer ist denn jetzt noch die ganze Zeit da? Ach so, die Ranch-Hilfe. Ich wusste nicht, dass die Überstunden macht. So, dann kannst du schon mal zum Frühstück runterkommen. Heute steht ja, denke ich mal, wieder ein Wettbewerb an. Und da ist jetzt auch dieses Fruchtchili im Schaumnest. Das können wir uns doch eigentlich machen, oder? Ich finde schade, dass es nicht in der großen Packung gibt.
In der Großpackung, ja. So, musst du heute arbeiten? Nee, heute hast du auch noch frei. Das trifft sich, glaube ich, ganz gut, weil dann können wir nämlich tatsächlich eine Verabredung nochmal machen. Weil ich tatsächlich mit dem habe ja... Kommt ihr denn eigentlich? Ja, ihr seid auch ganz gut befreundet. Alle sind zufrieden. Ich finde das cool. Man kann da nochmal alles ernten. In der Zwischenzeit werden wir frühstücken. Und fertig. Also ich finde das cool. Muss sofort fotografiert werden. Gibt's dafür nicht eine Sammlung oder sowas? Weiß nicht, Frösche nicht. Das sind die ganzen Dinger. Das sind Kristalle. Elemente haben wir gar nicht. Postkarten haben wir nur eine. Irgendwo gibt's doch Essen. Ah, diese experimentellen Speisen. Da müssen wir uns noch durchfressen, würde ich mal sagen. Ja, richtig cool. Dorffestabzeichen. Hm? Moonwood Flaschenpost haben wir noch gar nicht. Aber das muss auch, ehrlich gesagt, nicht sein. Sind ja auch die Speisen oder sowas drin, also die anderen? Ob nicht. Ja, war richtig lecker, ne? So, wurden die schon gepflegt? Das Klo ist schon wieder kaputt. Da könnte man eigentlich gucken. Ah ja, stimmt ja, die habe ich ja gar nicht mal aussortiert. Ausgetauscht. Das müsste ich dann unter Umständen auch noch machen. Hier drüben die Toilette habe ich ausgetauscht, aber das da unten? Nada. Nichts haben wir davon. So, machen wir mal das weg und dann kommt das hier hin. Oh, da ist das alles schön. Ach, guck mal, hier kannst du doch auch noch ernten. Weiß nicht, ob die irgendwas haben. Gegossen sind sie auf jeden Fall. Warum fühlst du dich denn unwohl? Müde oder was? Ah, Spaß, mangelhaft. So, dann gucken wir mal. Wettbewerbe. Da müssen wir ja wieder auf Bijou wechseln. Champion, dafür sind wir noch nicht gut genug. Da haben wir auch noch nicht. Fortgeschritten ist auch ein bisschen. Ah, Charakter, müssen wir dich ein bisschen raufbauschen. Dann können wir das probieren. Wie weit bist du denn mit Charakter? Mit dem Charaktergedöns? Es ist gerade erst quasi aufgestiegen.
Unter Umständen müssen sie halt auch trainieren gehen. Trainieren schicken, meine ich. So, wie geht's hier drüben? Wie sieht's hier au drüben aus? Ganz gut, ne? Ach, und es wird Zeit, einen Cut zu machen. Und ja, nächste Woche geht's natürlich wie immer hier an der Stelle weiter. Und bis dann, habt eine wunderschöne Zeit, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!